Hallo Freunde, heute mit einem Update aus der 26. Schwangerschaftswoche. In dieser Woche ist viel passiert, deswegen fasse ich diese Woche jetzt einfach mal in einem Video kurz zusammen. Ich war am Anfang der Woche bei der Hebamme, das war eine ganz normale Untersuchung, Routineuntersuchung. Bei der Hebamme wurde ich mal wieder gewogen, wie jedes Mal. Und ich wurde diesmal sogar gelobt, weil ich nur 500 Gramm zugenommen habe. Also ich war selber sehr überrascht. Bin jetzt also bei 6,5 Kilo. Genau, 6,5 Kilo, die ich zugenommen habe in der Schwangerschaft. Naja, sie sagte aber, das ist trotzdem kein Grund, um viel Zucker zu essen. Ja, das weiß ich. Das muss man mir nicht jedes Mal sagen. Mein Leben quasi, also mein Leben ist eine ständige Diät. Ja, dann habe ich nämlich einen Tag vorher, hatte ich den Diabetestest gemacht. Da gibt es wieder einen Unterschied zu Deutschland, habe ich festgestellt. Da meine Freundin, die musste vorher so einen ganz normalen, kleineren Zuckertest machen beim Frauenarzt. Und der war angeblich irgendwie, die Werte waren nicht so gut und dann musste sie zu dem großen Zuckertest. Geht nur so wieder, was die mir so erzählt hat. Bei mir fiel dieser kleinere komplett aus. Ich habe genau das gleiche gemacht wie sie beim großen. Also ich glaube, hier in Frankreich macht man direkt diesen großen Zuckertest. Sprich, ich musste morgens nüchtern hin zum Labor. Dann wurde mir einmal Blut abgenommen. Blut abgenommen auch für die Toxoplasmose und für die RAI, weil ich ja negativ, also Rhesusfaktor negativ bin. Urin musste ich wieder abgeben. Und dann wurde mir im gleichen Schritt auch Blut abgenommen, halt für diesen Diabetestest. Dann musste ich innerhalb von 5 Minuten eine Zuckerlösung trinken. Ja, dann saß ich da wieder eine Stunde im Warteraum und dann wurde mir nach einer Stunde nochmal Blut abgenommen. Dann das gleiche nochmal, ich musste wieder eine Stunde warten und dann wurde mir noch einmal Blut abgenommen. Und die Werte habe ich dann abends bekommen, die musste ich halt online einsehen und da war alles in Ordnung. Also ich habe mich vorher informiert, wie die Werte sein müssen, wo die Obergrenze ist und da bin ich halt weit von weg und ich war so erleichtert, dass ich keinen Schwangerschaftsdiabetes habe, weil, naja, will halt keiner haben. Und ja, deswegen fing die 26. Woche eigentlich schon mal sehr gut an. Mit den Werten bin ich dann am Freitag zur Hebamme gegangen. Sie meinte auch, ist alles in Ordnung. Und ja, dann habe ich bei der Hebamme direkt darauf den Yoga-Termin gehabt, weil wir dort immer in dem gleichen Raum eine Stunde lang Yoga machen. Da hat sie mir relativ gute Tipps gegeben gegen meine Rückenschmerzen. Tat auch eigentlich sehr gut, aber ich glaube, darauf die Nacht hatte ich, weil das alles so ein bisschen gelockert wurde, hatte ich die Nacht halt mega doll Schmerzen. Also ich glaube, wenn man es öfter macht, dann hilft es mehr, als wenn man es nur einmal macht. Dann haben wir Übungen mit dem Gymnastikball gemacht, was ich auch total gut fand und insgesamt fand ich diese Yogastunde eigentlich relativ in Ordnung. Normalerweise sehe ich mich selber als zu sportlich an für diese Yogastunden. Ich wollte eigentlich was haben, wo ich ein bisschen mehr schwitzen kann und ein bisschen mehr mich auspowern kann. Aber solange sie uns diese Tipps gibt gegen Rückenschmerzen und was man halt, wie man die veratmet und wenn man abends nicht einschlafen kann, welche Atemübungen man machen muss, fand ich das diesmal relativ gut. Dann hat sie mir eine Ampulle mit Vitamin D aufgeschrieben. Sie sagte, dass man hier im Süden trotz der Sonne weniger Vitamin D irgendwie hat als die Leute im Norden, was ein bisschen kontrovers ist, aber es sei so. Und deswegen nehmen die Leute hier unten, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, nehmen die Frauen hier in der Schwangerschaft einmal 2 Milliliter mit Vitamin D ein. Das war so eine kleine Glasampulle, die man oben aufbrechen musste aus der Apotheke und damit soll der Vitamin D-Haushalt gedeckt sein. Ich habe sie gefragt, ob es denn nicht reicht, das Vitamin D, was in der Femibion oder in den Folsäure-Tabletten drin ist, aber sie sagte, die sind zusätzlich gut, aber diese 2 Milliliter Vitamin D soll ich auf jeden Fall trotzdem nochmal nehmen. Dann im gleichen Schritt habe ich nochmal gefragt, ob sie mir nicht so einen Gürtel verschreiben kann, das habe ich im Internet gesehen. Das Becken ist ja vorne nicht geschlossen, da ist ja Knorpel zwischen und das dehnt sich jetzt langsam, genauso wie hinten im Rücken, dass sich da alles so ein bisschen halt weitet vom Becken her, was ja auch logisch ist, weil das Kind ja dann irgendwann da durch soll. Und dass das diese Schmerzen auslöst. Wer mein Barcelona-Video gesehen hat, da habe ich ihn auch kurz drin gezeigt und berichte davon. Und ich muss sagen, dass er wirklich gut ist. Ich habe ihn hier nochmal, wer es nicht gesehen hat, das ist dieser Gürtel, den man hinten, also so rum kommt er hinten an den Rücken. Hier wird der Rücken verstärkt und dann schneidet man sich den vorne quasi hier mit unter den Bauch und der Bauch wird dann einmal hochgehoben und entlastet das Schambein dann vorne. Finde ich bisher sehr gut. Ich habe den fast jeden Tag dran, außer ich gehe jetzt nicht groß raus oder so. Und ich muss sagen, der macht sich super momentan. Also ich
kann ihn nur weiterempfehlen. Wird von der Krankenkasse übernommen. Ansonsten ging die Woche ganz normal weiter. Ich war zweimal die Woche schwimmen, wie immer. 45 Minuten Brustschwimmen. Sonst habe ich leider keinen Sport gemacht. Wir waren das Wochenende über in Barcelona, mein Freund und ich. Das hatten wir uns zu Weihnachten geschenkt. Das ist das letzte Video, was ich online gestellt habe. In Barcelona haben wir uns ein schönes Airbnb gebucht. War alles wunderbar. Ich konnte nicht lang laufen. Ich konnte nicht lang spazieren gehen. Es tat mir alles weh und ich habe mega die Krämpfe im Unterbauch bekommen. Ich glaube, das waren Übungswehen oder ja, Wehen. Und da soll man ja ziemlich mit aufpassen, wenn sowas auftritt. Und dann haben wir halt Barcelona aus so Sightseeing-Tour-Bussen gesehen, was auch nicht schlecht war, aber mir hat halt dann so ein bisschen so dieses Flair aus Barcelona gefehlt, ist ja klar. Aber ja, besser als da mit Wehen am Start zu sein und gar nichts mehr zu können. Ja, das war auch schon die 26. Woche, viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Am Montag fängt wieder die Arbeit an, dann gehe ich ganz normal wieder ins Büro, dann wird wieder der Alltag so langsam reinkommen. Meine Haut ist ein bisschen schlechter, ich weiß halt nicht, ob es am Wetter liegt oder dass ich nachts momentan nicht so gut schlafe, weil die Kleine mir ständig in die auf die Blase drückt und mir in die Unterleibregion boxt. Das heißt, so zwischen 4 und 5 hat sie manchmal so ihre 5 Minuten, da meint sie einmal ausrasten zu müssen, Feuerwerk in meinem Bauch spielen zu müssen und ballert rum, was das Zeug hält. Auch ganz schnell so dann, also ich weiß ja, wo die Beine liegen und wo die Hände ungefähr liegen und dann, als wenn die sich in beide Richtungen strecken würde und geht das da einmal richtig krass ab. Heute Nacht hat sogar mein Freund hat das mitbekommen und hat seine Hand draufgelegt, weil mein Bauch so am Wackeln war. Es war ganz, also es ist lustig, schön, sie zu spüren und sie zu merken. Wenn es länger als eine Stunde geht und man dann irgendwann mal müde ist und man kann nicht mehr schlafen, dann wünscht man sich schon, dass das langsam wieder aufhört. Vor allem drückt es auch jedes Mal auf die Blase und ich denke, ich muss aufs Klo und dann muss sie wieder nicht. Und naja, die Nächte sind momentan ein bisschen schwierig, würde ich mal so vorsichtig formulieren. Nicht, dass da wieder irgendwie jemand sagt, von wegen undankbar und so. Mehr habe ich nicht zu sagen für diese Woche. Morgen fängt die 27. Woche an. Ich hoffe, euch gefallen die Videos, die ich nebenbei zu diesen Updates mache. Und ja, freue mich auf rege Kommentare. Macht mir mega viel Spaß momentan. Ich freue mich auf die nächste Schwangerschaftswoche. Toll, 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 dass alles so weitergeht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Go to sleep, you little baby. Your mama gone away and your daddy gonna stay. Didn't leave nobody but the baby.